Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so schwer war mit diesen Viechern. Wo ist es denn jetzt hin? Ist jetzt nicht weg, oder? Nee, das. Ich leg mich mal kurz auf die Fresse. Jetzt hat's auch Angst vor der Zora-Rüstung. Jetzt sehe ich so netter aus. Unwahrscheinlich, aber ein Versuch ist es wert. Bleib doch da, du bescheuertes Pferd. Wie nennen wir das dann? Wie nennen wir dieses schwarze Pferd? Scheuschrecke. Boah, aber das nervt mich echt übertrieben, dieses Pferd. Wenn das nicht gut ist, ne, dann nenne ich's. Weiß ich nur nicht. Fällt mir noch nichts ein. Das könnte ich jetzt einfach mitnehmen. Das will ich aber nicht. Das ist wie mit dem, in Red Dead gibt es doch diesen Araber, dieses weiße Pferd, das wohl oben im Winter in diesen Bergen ist. Das ist auch so schreckhaft, aber so gut. Nein. Weißt du, welches ich meine? Scheiße, nee. Das beste Pferd quasi in Anführungszeichen in Red Dead Redemption ist ein Araber. So heißt halt die Rasse. Und da gibt es nur eins davon und das ist ganz weiß. Und das ist oben im Schnee. Kann man sich das fangen. Schnellste Pferd. Sag mal, was hat denn das für ein Problem? Der Brrr bringt nichts. Das kann mich nicht hören. Ah, das mit dem Feuerstab muss ich auch noch machen. Hey, ich fress mir jetzt so ein Schleichding rein. Vielleicht bringt er das was. So hart rumzicken, wenn es jetzt wieder abhaut, dieses Mistviech. Es hat doch keine fucking Augen im Arsch. Ja. Entspann dich. Yeah. Boah, das ist echt komplett schwarz. Sieht echt cool aus. Sollte ich das vielleicht erstmal zu einem. Nicht irgendwo hinreiten, einfach dahin, wo ich das hinbringe. Ja. Danke. Oh.
Gary hat mich nicht gehört. Ja, ich will aber auch gar nicht nach Gary rufen. Ich muss jetzt dieses Pferd irgendwo abladen. Das sieht auch komisch aus, oder? Diese drei Bäume da. Ich muss dieses Pferd irgendwo abladen. Entweder waren sie da faul oder das ist irgendwas. Ich glaube aber ja, das ist irgendwas. Gefressen? Hast du einfach gerade den Apfel gefressen? Ich meine, das wäre ja übertrieben cool. Friss den Apfel. Es hat den Apfel gefressen. Wo finde ich jetzt noch so ein Ding? Angebracht. Nimm das hier als kleine Anerkennung. Monster Essence. Dieses dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Mischt man es unter andere Zutaten, soll es ungewöhnlich Monstergericht ergeben. Okay, krass. Du schaust etwas verdutzt. Das ist Monster Essence. Kilton vom Monsterladen stellt dieses Mittel regelmäßig her. Es soll jeder Medizin einen angenehmen, vollsaftigen Beigeschmack bescheren. Das ist gute Ware, kein Zweifel. Dieser Kilton ist komplett auf Monster fixiert und erforscht angeblich ihr Verhalten. Er soll auch außer der Monster-Essenz noch ein paar hausgemachte Produkte im Angebot haben. Ich will ihn unbedingt einmal treffen, nur um zu sehen, was er für ein Typ ist. Ich suche schon seit einer Weile nach ihm, aber ich finde ihn einfach nicht. Es soll ein Akala sein, in der Nähe eines Teiches, der wie ein Totenkopf aussieht, so viel ich weiß. Ja, dann weiß ich, wo er ist. Aber wo genau das ist, habe ich noch nicht heraus. Nee, warte mal, ein Teich? Das ist so ein Riesenteil. Das ist doch kein Teich. Das ist ein Teich. Das ist der Totenkopfteich, doch. Das ist jetzt auch voll bescheuert. Keine Ahnung, wo ich jetzt das Pferd abgeben soll, weil ich brauche so ein Pferdedings. Ja, dann reite ich jetzt erstmal dahin. Vielleicht sehe ich das ja auch nur auf der Karte. Ich glaub's nicht. Doch. Oh.
Ein Pech schon wieder. Einfach ein Regenschauer. Ich halt auch schon wieder keine Pfeile habe. Was soll ich denn tun? Dann wieder rüber. Jetzt sollte ich auch mal meine Rüstung wieder wechseln. Digga. Mit dem Feuerstab muss ich mir jetzt dann auch mal merken. Was genau soll ich tun? Hey, wo ist mein... Sterbe ich gerade? Ich weiß nicht. So unfair, tatsächlich grün mit dem. Was soll ich tun? Krass, der schießt immer 6 Pfeile. Bei 3 Pfeile und obwohl. Heftige Dinger. Warum kann ich jetzt wieder nichts mehr mitnehmen? Ich habe schon wieder keinen Platz mehr in meiner Tasche. Und jetzt habe ich schon wieder ein Foto gemacht. Nicht so schlimm. Ein Elektrostab, den habe ich jetzt weg. Scheiße. Rüstung. Warte, guck mal sortieren hier.
Mein Pferd ist jetzt wahrscheinlich weg. Scheiße, was ist hier so los? Was geht hier eigentlich ab? Warum fliegen hier Kugelblitze rum? In meinem Glück bin ich ganz, ganz kurz, bevor ich oben im Fall tut. Dass ich irgendwie getroffen werde von einem Kugelblitz. Weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Schickerstein erkannt, Schickerturm wird aktiviert. Datenübertragung beginnt. Ding 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 ding. Au. Quietsch. Quietsch. So, eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Und jetzt kann ich auch nichts anderes tun, als von hier oben mal zu gucken, ob irgendwo, da ist mein Pferd, Pferdetyp, ob irgendwo, boah, das sieht so krass aus, oder? Es sieht so krass aus. Ob irgendwo so ein Stall ist. Was ist denn? Ein Polygon-Matschklumpen. Ja, Mann. Voll geil. Da ist ein Dings. Aber ich sehe nirgends einen Stall. Ja, der auch eine ziemlich schöne Visage. Ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen. Mit einer Frage auf eine Frage antworten, ich sehe schon. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Nein, es lebt da drüben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und der Turm tauchte auf. Ja, das ist auch genau das, was ich auch immer denke. Also im Endeffekt ist es leer. Also, aber irgendwie haben die das geschafft, dass es eben nicht leer wirkt, obwohl es leer ist. Weil teilweise hast du so weite Flächen irgendwie, wo gar nichts ist. Aber es wirkt trotzdem so lebendig alles. Und also die haben die Welt einfach... haben das einfach, also ohne Scheiß, Breath of the Wild hat mit eins der geilsten, also mit einer der geilsten und schönsten Open Worlds überhaupt, finde ich. Ich weiß, wie ich meine, also gerade allein schon wegen der Situation mit